Am Anfang war das, wie ich sagte, also dieses berühmte Nacht- und Nebelaktion, wie wir gesagt haben, die Übernahme erfolgte grundsätzlich zu späten Abendstunden, das heißt, wenn die Dunkelheit eingebrochen wurde. Es war immer ein gespenstisches Bild damals. Der Bundesgrenzschutzkommandant von Erleshausen und ich, wir sind dann immer in das sogenannte Niemandsland runter und dann war ein kleiner Beobachtungsposten hinter einem Gebüsch des Bundesgrenzschutzes. Dort warteten wir auf das Auftauchen unseres Busses. Wie viele Personen waren Sie dann da? Drei, vier? Wir waren in der Regel, ich hatte immer in Bekleidung einen Arzt und eine Krankenschwester, um für alle Fälle gewappnet zu sein, wenn das der Bedarf bestand. Es war ja immer, und wenn es nur ein kleines Beruhigungsmedikament war, das zu verabreichen war in der ersten Zeit, denn die Leute waren ja auch aufgeregt. Waren Sie in irgendeiner Form bewaffnet oder so? Nein, wir waren nicht. Es spielte sich ja so ab, diese ganze Aktion federführend war ja ursprünglich das gesamtdeutsche Ministerium für gesamtdeutsche Beziehungen, später in innerdeutsches Ministerium umgenannt. Und als Repräsentanten oder Vertreter der beiden Seiten, auf der einen Seite der Rechtsanwalt Vogel aus der DDR und auf unserer Seite der Rechtsanwalt Stange aus Berlin, die diese ganze Aktion im Auftrag ihrer jeweiligen Regierungen durchführten. Und wenn der Bus kam, das in der Dunkelheit, das gab ein kurzes Aufblinken, das war das Zeichen für uns, aus unserem Versteck herauszugehen. Vorweg fuhr der berühmte Mercedes von Herrn Vogel, der immer einen westdeutschen Mercedes damals fuhr. Und der Bus hielt dann an und wir begaben uns, das heißt, der Arzt, die Krankenschwester und ich, wir begaben uns dann in den Bus rein. Erstmal Vogel ist dann kurzer Austausch. Wir hatten ja die Listen vorher bekommen derjenigen, die in den Bussen da waren. Ja, und dann habe ich die Leute schon mal im Bus kurz begrüßt, mich mal vorgestellt, wer ich bin und dergleichen. Das war für die Leute etwas Neues, dass da ein Behördenvertreter kommt, der sich mit Namen vorstellt. Denn vorher saßen Stasi-Leute drin, die natürlich dann vorher ausgestiegen waren. Und auf der ganzen Fahrt von Karl-Marx-Stadt bis praktisch zur Grenze durften die kein Wort reden. Die waren, das heißt, sie durften zum ersten Mal, ich habe das ja gewusst und habe dann also gesagt, jetzt können sie sich auch mal ganz ungezwungen unterhalten. Die ganze Zeit mussten sie ja schweigen. Wir versuchten dann, sie auch auf das Leben vorzubereiten, denn sie waren ja bis in Gießen, waren sie ja noch gewohnt, dass ihnen alles gesagt wurde, was sie zu machen haben, wie das, wenn sie zu einer Stelle, zu einem Sachbearbeiter kamen, zum nächsten Sachbearbeiter, sie wurden geführt, sie hatten einen Wegweiser. Und dann kamen sie nach draußen in die freie Wildbahn, sage ich immer. Und da mussten sie ja das Leben selbst gestalten. Da kam keiner, der ihnen gesagt hat, was sie jetzt zu machen haben. Und darauf musste man sie vorbereiten. Haben die Insassen, also die Businsassen, Fragen gestellt? Ja, natürlich haben sie Fragen. Zunächst mal herrschte ein Aufatmen. Also es war wir und die Mitarbeiter, die mit mir fuhren, haben das also auch immer wieder bestätigt. Die ganze Übernahme wurde für uns nie zur Routine. Es war immer emotional besetzt. Denn man hat ja die Reaktion der Leute gesehen. Ich erinnere mich also noch beispielsweise an so die ersten Transporte, die dann kamen. Aber das hat sich auch dann noch in den 70er, in den 80er Jahren fortgesetzt. Wenn die Busse von der Autobahn, der A4, Richtung nach Bad Hersfeld fuhren. Wenn Sie die Strecke vor Augen halten, werden Sie feststellen, vor Hersfeld fällt die Autobahn ab. Und wenn man dann über die Kuppe kam und dann sah man unten das Lichtermeer von Bad Hersfeld und das war für viele der ehemaligen Häftlinge ein Erlebnis, wie es ein Kind normalerweise unter dem Weihnachtsbaum hat. So haben sie auch reagiert. Sie sind dann
aufgesprungen an die Fenster und dann ging das A und O ging dann los, denn das waren sie nicht gewohnt. Gerade diese Leute, die bei den ersten Transporter waren, das waren auch harte menschliche Schicksale, die da verbunden sind, die eigentlich schon alle bewegt haben. Und es war auch immer so, wenn ich das mal ganz persönlich anhöre, dass wenn so ein Transport abgefertigt wurde am Abend, wenn ich nach Gießen kam und konnte dann nach Hause fahren, das ging ja dann auch noch in Gießen noch eine ganze Zeit weiter, weil da im Auftrag des innerdeutschen Ministeriums und Anwaltsbüro aus Berlin auch mit jedem einzelnen Häftling ein Gespräch führen, Fragen nochmal alles abfüllte. Das hat einen doch bewegt, da war an Schlaf nicht zu denken, nicht. Das ging, und ich sagte ja schon eingangs, es ist nie Routine geworden.